Die Donauschwaben, vertrieben von Hunger und Not. Nach dem Fall von Konstantinopel 1453 hatten sich die Osmanen im Donauraum ausgebreitet und das Gebiet 300 Jahre lang besetzt. 1683 rückten die Türken dann sogar bis nach Wien vor. Das gesamte Abendland war bedroht. Wien wäre gefallen, wenn es den vereinigten christlichen Heeren nicht in letzter Minute gelungen wäre, die Türken in der Schlacht am Kahlenberg zu besiegen. In den Folgejahren gelang es den kaiserlichen Heeren unter Prinz Eugen von Savoyen, die osmanischen Besatzer immer weiter nach Südosten zu drängen. In den nunmehr befreiten Gebieten im Donauraum fehlten in erster Linie Bauern und Handwerker. Prinz Eugen erkannte das Problem und ließ scharenweise Werber ausschwärmen. Sie durchstreiften Schwaben, Hessen, Baden, selbst Lothringen. Mittellose, kinderreiche Familien sollten überredet werden, nach Südosteuropa auszuwandern. Den aussiedlungswilligen Familien wurde dabei verschwiegen, dass dieses gelobte Land weitgehend aus einer sumpfigen Tiefebene bestand, in der Seuchen und Krankheiten vorherrschten und der es so gut wie keine Straßen und Städte gab. Vor allem während der Regierungszeit von Kaiserin Maria Theresia schwoll der Auswandererstrom an. Voller Hoffnung auf ein besseres Leben brachen im 18. Jahrhundert mehr als 150.000 Menschen in eine unsichere Zukunft auf. Ulm wurde zum Sammelpunkt für Auswanderungswillige aus dem ganzen Südwesten. Hier wechselten die Reisenden von ihren Pferdekarren auf eine der Ulmer Schachteln, um die Donau hinunterzufahren. Auf den Schiffen herrschte eine unvorstellbare Enge. Teilweise drängten sich bis zu 200 Auswanderer auf einer solchen Schachtel. Die Donau war damals noch unreguliert. Untiefen und Strudel führten nicht selten dazu, dass vollbesetzte Schiffe mit Menschen und Tieren untergingen. Wer diese Strapazen einigermaßen heil überstanden hatte, auf den wartete eine entbehrungsreiche Zeit. Nicht umsonst heißt es in einem Sprichwort: Die Ersten fanden den Tod, die Zweiten lebten in Not und erst die Dritten hatten Brot. Einen hervorragenden Einblick in Tradition und Bräuche der Donauschwaben bietet das Donauschwäbische Zentralmuseum. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.